Herzlich willkommen zurück bei Ground and Pound TV. Wir sind heute hier bei Respect FC Nummer 14 im schönen Karlsruhe. Und neben mir sieht man ja schon vergoldet der Sieger im Hauptkampf des Abends und neuer Interkontinental-Champion nach AFSO-Regelwerk, Andreas Birgels. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute. Du hast Philipp Grieble in der ersten Runde in einer wirklich wilden Schlacht, muss man so sagen, mit einem Armhebel zur Aufgabe gebracht. Du hast mir jetzt schon vor diesem Gespräch gesagt, dass es mit der Erinnerung ein bisschen düster ist, aber ja, kannst du noch irgendwie den Kampf wiedergeben für unsere Fans? Ja, die Erinnerung ist schon da, so schlimm ist es nicht. Ja, wir haben uns gut geschlagen auf jeden Fall und ja, dann habe ich am Ende den Armbar bekommen und habe gewonnen. Kurz und bündig. Also ja, für die Fans in Halle auf jeden Fall ein absolutes Feuerwerk, rasante Action. Ihr habt beide euch nichts geschenkt, gut ausgeteilt und auch gut eingesteckt, wie man sieht. Und am Ende hat dann ein Fehler dazu geführt, dass Philipp Grieble seinen Arm offen gelassen hat und du hast das natürlich blitzschnell zugepackt. Deswegen bist du jetzt auch hier strahlend da und nicht so wie beim letzten Mal bei Respect, da musstest du ja leider abklopfen. Jetzt hast du diesen Gürtel da auf deiner Schulter, sieht ziemlich gut aus, der Bizeps wird davon ein bisschen verdeckt, das war ja nicht der Sinn der Sache. Ja, wie fühlt sich das an, Andreas? Ja, fühlt sich gut an, habe ich verdient. Gut, ja. Wie war denn eigentlich der Gameplan? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine ja, Tal- oder eine Berg- und Talfahrt wirklich Sinn der Sache gewesen ist im Vorfeld. Der Gameplan war eigentlich schön zu boxen, auf Distanz zu bleiben, den auszunocken, aber der Arm war auch okay. Okay. Das hört sich doch gut an. Jetzt mit dem Titel über der Schulter, wie sieht es denn da in der Zukunft schon bei dir aus? Also steht schon was Neues an, wo sehen wir dich als nächstes? Ja, ihr seht mich dann am 7. November, seht ihr mich bei GMC. Den Gegner gibt GMC dann noch bekannt. Und ja, da seht ihr mich als nächstes dann bis 77 Kilo und dann hoffen wir, dass es so läuft wie heute. Ein bisschen besser noch als heute läuft, dass es ein bisschen kontrollierter ist. Und dann, wie gesagt, es wird auf jeden Fall wieder auch eine gute Schlägerei bestimmt. Ja, dann gebe ich das Wort noch einmal kurz hier an die Ecke und Yasubei Enomoto als Betreuer. Warst du zufrieden mit dem, was Andreas heute im Ring gezeigt hat? Ich war mit dem zufrieden, der Rest spare ich mir mal. Nein, war so, muss ich sagen. Ich muss sagen, hat sehr, sehr viel Herz bewiesen mit der Aktion zu Ende, aber der Kampf an sich hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber egal. Sieg ist Sieg, Herz bewiesen, gut, nächster Kampf. Hoffentlich macht es besser. Aber es war so. Es war spannend anzuschauen, aber es sollte nicht spannend sein. Es sollte eigentlich ein easy Kampf sein und er hat keinen easy Kampf draus gemacht, also ich bin so lala happy. Ich bin happy, dass er gewonnen hat, nicht verletzt ist. Eine Gehirnerschütterung hat er verdient für die Leistung. Aber Sieg ist Sieg, also ja, ich bin happy, dass er gewonnen hat. Ja, dann gibt es wohl heute Abend noch ein bisschen Kritik zu hören, aber mein Gott. Ich hoffe, das war jetzt alles. Bist du mal einfach so hinter uns, so öffentlich. Ja, ich meine, am Ende, also in ein paar Wochen fragt ja sowieso keiner mehr nach. Bei den Amerikanern gibt es das Sprichwort Flags fly forever. Also du hast den Gürtel, den kann dir jetzt vorerst keiner mehr nehmen. Und ich denke mal, dass die Fans auf jeden Fall bestens unterhalten waren. Ich für meinen Teil war es auf jeden Fall. Alle, die nicht in deiner oder direkt in Philipps Ecke waren, garantiert auch. Waren richtig eine richtig schöne Auseinandersetzung. Und ja, dann bleibt mir eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Kritik wurde schon geäußert. Wir sind den Kampf quasi ein bisschen durchgegangen. Du hast heute noch Grund zu feiern. Und ja, dann überlasse ich dir und deiner Ecke jetzt die letzten Worte. Okay, ja. Also ich möchte mich erstmal bei allen bedanken, die mich unterstützt haben. Auch beim Andreas als mein Manager. Und ja, sowieso bei Yasubei und beim Philipp Enomoto.
Beim Team Alpha bedanke ich mich. Auf jeden Fall bedanke ich mich auch beim Philipp Griebele, dass er den Kampf mit mir gemacht hat. Sehr fairer Sportsmann. Großer Respekt. Und ja, ich bedanke mich auch wie immer bei Ground & Pound, die mich immer gut dastehen lassen. Das ist, weil sie den Kleinsten neben dich hinstellen heute. Und dann bedanke ich mich noch bei meiner ganzen Familie, bei meiner Freundin, ja, einfach bei allen, die mich unterstützen. Und ich liebe einfach diesen Sport und werde mich, glaube ich, noch lange sehen. Ich werde es auf jeden Fall nicht lassen können. Und ja, ich habe auf jeden Fall noch, auch noch größere Ziele mit einer besseren Leistung als heute. Und ja, das war's eigentlich. Achso, ja, und vielen Dank an Respect FC für den schönen Gürtel. Den werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal lange behalten. Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Danke dir für das Interview. Andreas, danke, dass du dich teilnahmslos daneben gestellt hast. Also, Bay, danke für die kurze Aufarbeitung des Kampfes. Und liebe Kampfsportfreunde, danke fürs Einschalten mal wieder. Wir melden uns wieder von der nächsten Veranstaltung und bis dahin. Einen schönen Abend noch.